IJM, haben wir schon gesagt, ihr helft Menschen aus der Sklaverei. So, und du hast das Bild schon angesprochen. Wer ist das? Das ist Susila. Das ist eine Frau, die haben wir, glaube ich, am dritten Tag, als wir in Bangalore unten im Süden Indiens waren, da haben wir sie kennengelernt. Mhm. Und ich weiß noch, wir sind in diesen Raum reingekommen, das war in so einem Nachsorgezentrum. Und sie saß mit ihrer Familie, weißt du noch, die saßen am Boden, ihr Mann und zwei Kinder. Und diese Frau, die hat einfach geleuchtet. So. Mhm. Und ich dachte davor immer, boah, wir treffen auf befreite Sklaven, ehemalige Sklaven, die sind bestimmt ganz furchtbar gebrochen und kaputt. Und diese Frau war da und Susila, die hat einfach nur gestrahlt, die hat den Raum eingenommen. Das war ganz phänomenal. Und sie hat dann ihre Geschichte erzählt, wie sie und ihre Family in Sklaverei gekommen ist. Mhm. Und ich weiß noch, das war auch so ein Moment, da saßen wir alle und haben das Heulen gekriegt. Und das soll jetzt hier nicht so eine Depri-Nummer werden, eine Depri-Runde. Aber ich meine, die hat halt, ein Freund ihres Sohnes hat sich bei einem Geldverleiher 20 Euro umgerechnet geliehen. Und der Freund ihres Sohnes ist mit dem Geld ab und der Geldverleiher hat sich den Sohn geschnappt und gesagt, du zahlst mir die Schulden zurück. Und das konnte er nicht, weil sie sind extrem arm, können nicht einfach so 20 Euro zurückzahlen. Und dann musste er die Schulden abarbeiten bei ihm. Mhm. Der hat ihn sofort mitgenommen mit bewaffneten Wachleuten. Er hat gesagt, okay, du verdienst 1 Euro am Tag und wenn die Schulden abgearbeitet sind, darfst du wieder gehen. Und er wurde mitgenommen, hat den ersten Tag hart gearbeitet. Und am Ende von diesem Tag sagt der Besitzer, das war eine Ziegelei, wo er gearbeitet hat, du musst jetzt irgendwo schlafen. Und das Essen musst du ja auch. Mhm. Und für Unterkunft und Verpflegung berechne ich dir 1,50 pro Tag. So, also heißt, und er kam nicht mehr. Und Susila wusste nicht, wo ihr Sohn ist. Hat nach 3 Monaten Recherche rausgefunden, wo er ist, hat ihre 2 Töchter hingeschickt und hat gesagt, helft eurem Bruder, die Schulden abzuarbeiten. Der hat halt irgendwie Schulden gemacht. Und die Mädels kamen nicht wieder. Und 8 Wochen später schickt sie ihren Mann und sagt, ey, unser Sohn, der scheint Mordsschulden gemacht zu haben. Und auch der kam nicht wieder. Ihr Mann kam nicht wieder. Und dann nochmal 8 Wochen später geht sie selber dahin mit einem neugeborenen Baby. Und das ist der Beginn ihres Lebens als Sklavin. Härteste körperliche Arbeit. Die musste Ziegel auf dem Kopf aufgeschichtet, 35 Kilo, 16 Stunden am Tag tragen. Und sie hat uns erzählt, die Arbeit war so hart, dass ihre Milch versiegt ist. Und ihr Baby gestorben ist, ist verhungert. Nein. Und sie hat uns erzählt, ja, wir haben das Kind da begraben. Dann kam der Besitzer dieser Ziegelei und hat gesagt, dieser kleine Leichnam, der verunreinigt den Rohstoff, aus dem ich meine Ziegel mache. Und hat das Kind ausgegraben und hat es in den Fluss geworfen. Und eigentlich würde man denken, so jemand ist gebrochen und kaputt. Und das ist sozusagen dieses Schöne, wenn, es ist furchtbar, dass es passiert. Das passiert jeden Tag millionenfach. Das ist keine besonders dramatische Einzelstory. Aber es passiert auch tausendfach, dass Menschen frei werden. Und da kommt eben die Arbeit von IJM ins Spiel. Und sie hat tatsächlich einem Wärter ein Handy geklaut. Hat ihre Schwester angerufen und die hat von IJM gehört. Und dann sind unsere Ermittler losgezogen, haben ermittelt undercover, haben geguckt, haben sich als Kunden dieser Ziegelei ausgegeben, haben geguckt, wie sind die Bedingungen, wie viele Wachposten gibt es wo. Das ist wie ein Krimi. Ja, aber echt. Und dann zusammen mit der Polizei eine Razzia durchgeführt und die ganzen Familien und Frauen rausgeholt und also die ganzen Families befreit sozusagen und dann eben in so ein Nachsorgeprogramm gebracht. Mhm. Und da haben wir sie getroffen. Mhm. Und Teil dieses Nachsorgeprogramms war es, dass die Leute lernen, ihre Geschichte zu erzählen. Nicht nur für sie selber, dass sie das für sich reflektieren, sondern, und das ist ein großer Teil unserer Arbeit, zu sagen, hey, ihr, die ihr jetzt frei seid, ihr seid nicht nur für euch frei, sondern ihr kriegt auch Verantwortung für eure Community. Sie erzählt jetzt ihre Geschichte, wie sie in Sklaverei gekommen ist, in den Dörfern um ihr Heimatdorf herum und sagt, Leute, passt auf vor Geldverleihern. Leiht euch niemals da Geld. Guckt, dass ihr von der Bankenkredit kriegt. Das ist schwierig als Tagelöhner und so, aber nie von so dubiosen Geldverleihern. Und das ist total cool, so zu sehen, wie dann so Leben echt verändert werden und wie das dann auch, und das klingt irgendwie so großkotzig, aber wie das echt ganze Strukturen und Systeme, also das Rechtssystem verändert, weil Täter verhaftet werden, ins Gefängnis kommen, Urteile, Präzedenzfälle geschaffen werden. Werden denn die Täter tatsächlich zur Rechenschaft gezogen? Wie viel kriegen die für sowas? Also es ist sehr unterschiedlich. Als wir angefangen haben, in Indien zu arbeiten, wurden Täter, die, das nennt man Schuldknechtschaft, also dass man über so einen Schulden in so eine Abhängigkeit kommt, wurden die oft nur zu Geldstrafen verurteilt. Weil das war irgendwie so eine Bagatelle irgendwie. Es wird nicht so richtig ernst genommen. Und unsere Anwälte, wir haben ganz viele Anwälte bei uns angestellt, die haben dafür gesorgt, dass das vor den Gerichten anders wahrgenommen wird, dass
ganz oft Schuldknechtschaft unter dem Tatbestand von Menschenhandel fällt. Und das fällt es eigentlich immer, weil wenn Menschen von A nach B gebracht werden, also vom Marktplatz, wo sie geholt werden, in die Fabrik, dann erfüllt das den juristischen Tatbestand des Menschenhandels. Und damit gilt eine andere Rechtsprechung. Und da ist eine Mindesthaftstrafe von 5 Jahren. Und als es das erste Mal quasi durchgesetzt wurde vor Gericht, hat es in Indien, ganz in Indien eingeschlagen wie eine Bombe. Es war ein Präzedenzfall. Und seitdem müssen sich alle Gerichte quasi an diese Rechtsprechung orientieren. Und das macht einen riesen Unterschied. Also mit Geldstrafe ist da nicht mehr. Und das ist krass, wie komplex das auch ist und wie das wirklich was verändert. Genau. Wie kommt ihr denn an solche Leute, denen ihr vertrauen könnt? Ich denke an korrupte Länder, meine Güte. Wie kommt ihr an gute Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also viel läuft über, man kennt wen, der wen kennt und dem man vertraut. Aber es stimmt schon, natürlich ist Korruption ein Problem. Aber Korruption, also ich sage immer, wäre ich zum Beispiel in Uganda, ich war in Uganda unterwegs, wäre ich in Uganda Polizist, ich wäre hundertprozentig korrupt. Ich habe mit einem Polizisten gesprochen, der verdient so wenig, dass es für ihn und seine Family gerade mal für ein Einzimmer-Apartment reicht. So, und wenn der mehrfach erlebt, der ist Polizist geworden, um für Recht und Gerechtigkeit einzutreten. Und der erlebt mehrfach, der vergewaltigt ein reicher Typ ein armes Mädchen. Und er sammelt irgendwie ein paar Beweise und der reiche Typ zerpflückt die Beweise in der Luft. Ja, oder der Anwalt des Typen. Und sagt ihm, hey, wenn du noch deine Akten verschwinden lässt, kriegst du ein bisschen Geld. So, und er macht es nicht, weil er überzeugt ist, ich bin für Recht und Gerechtigkeit. So, was am Ende passiert ist, der läuft immer frei raus. Der kommt immer frei, weil der sich einen viel besseren Anwalt leisten kann und so weiter. Die Erfahrung machst du ein paar Mal, dass das, was du eigentlich willst, dass du nichts bewegen kannst. Mhm. Und deine Familie hockt daheim und hat nichts. So, und dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, und das hat er auch gesagt, er sagt, das ist bei so vielen, dass du denkst, okay, ich kann nichts verändern, aber dann kann ich wenigstens davon profitieren. Und dann halte ich halt ein bisschen die Hand auf. Dann, es macht ja eh keinen Unterschied, aber für uns macht es einen Unterschied. Und deswegen das ist ganz spannend. Wir schulen jedes Jahr Zehntausende Polizisten, Rechtsanwälte, Richter und stellen fest, wenn die wissen, wie sie arbeiten müssen, dass dann quasi die Ergebnisse kommen, dann sind die plötzlich völlig neu motiviert und sagen, ey, behalt deine Kohle, ich bin Polizist geworden, weil. Und das macht einen riesen Unterschied, wenn sie merken, das, was ich tue, das hat einen Impact, das hat Auswirkungen. Jetzt habt ihr ja eine Arbeit, also wie soll ich sagen, wenn man jetzt so die Zahlen liest, 40,3 Millionen Menschen in Sklaverei. Vor 6 Jahren waren es noch 27 Millionen, es wird irgendwie immer mehr. Ist das ein Kampf gegen Windmühlen? Habt ihr überhaupt eine Chance? Also zu diesen Zahlen muss man sagen, dass es vor ein paar Jahren noch 27 Millionen waren und jetzt 40 Millionen. Das liegt daran, dass man inzwischen viel mehr hinguckt und viel mehr weiß. Also es sind jetzt nicht 13 Millionen mehr geworden, sondern wir wissen, wo überall Sklaven und Sklaverei drinsteckt. Hier liegen ja so ein paar Sachen auf dem Tisch. So, das heißt, man hat ein viel besseres Bild dafür und die Zahlen werden quasi genauer. Ich glaube, es ist nicht ein Kampf gegen Windmühlen. Natürlich ist es ein Kampf und ich sag mal, mit Sklaverei und Menschenhandel werden immense Summen verdient. Jährlich 150 Milliarden Dollar Gewinn wird mit Menschenhandel erwirtschaftet. Das heißt, da ist ein massiver finanzieller Druck, gegen den man da kämpfen muss. Deswegen braucht man auch Mittel, um da dagegen zu gehen. Aber gleichzeitig ist es total cool zu sehen, sozusagen, wie die Welt mit einsteigt, wie Lieferkettengesetze beschlossen werden, wie Unternehmen sagen, hey, es ist auch in unserem ureigensten Interesse, dass unsere Produkte sauber sind, dass da kein, überspitzt formuliert, dass da kein Blut mehr dran klebt. Auch wir haben eine Verantwortung. Also diese Verantwortung für die Welt und nicht nur für meine kleine Welt, die wächst. Und wir sehen das in vielen Kooperationen mit Regierungen, mit großen Unternehmen, mit anderen Organisationen. Da kommt richtig was auf den Weg und wir haben echt die Hoffnung, und nicht nur so ein bisschen, wir hoffen halt, sondern wir haben echt die Hoffnung, dass Sklaverei wirklich beendet werden kann. Also ich spüre, IJM macht viel mehr. Ihr einerseits eben wirklich um den Einzelnen kümmert ihr euch bis hin zu Politik, ne? Ganz oben. Genau. Ist das so? Ja. Also der Einzelne ist uns wichtig. Und gleichzeitig ist es so, der Durchschnittspreis für einen Menschen in Sklaverei heute liegt bei 80 Euro. Für 80 Euro kann ich mir einen Mensch kaufen. Das heißt, wenn wir einen rausholen, dann kommt halt einfach für 80 Euro der Nächste hinterher. Und für den einen ist das schön, aber das macht im Großen keinen Unterschied. Und wenn man wirklich, sagen wir wollen das System verändern, dann muss man quasi
einzelne Fälle durch das Rechtssystem durchbringen und gucken, okay, wo ist das Problem bei der Polizei, wo ist das Problem bei der Staatsanwaltschaft, ah, da geht es gut durch, ah, okay, Richter sind, oder wo sind die Problematiken und dann zu gucken, okay, wie können wir das reparieren, ja. Und zwar mit den Ländern gemeinsam, mit der Regierung, mit dem Rechtssystem. Und das macht den Unterschied. Kommen wir von dem Großen wieder zu dem Kleinen, zu mir. Also als Konsument habe ich ja schon auch was, eine Stellschraube. Bei vielen weiß ich es. Kaffee, Reis, Kakao. Rosen, Blumen wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Ist das so? Liebe Männer, keine Rosen mehr für eure Frauen. Nein. Hiermit die Absolution. Nein. Nein, das Ding ist, ich weiß nicht, was das hier für Rosen sind. Ja. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir saßen mit zwei Jungs zusammen. Die wurden befreit auf einer Rosenfarm, die Rosen für den europäischen Markt für Valentinstag produziert haben. Die waren 16 und 17 und die haben da halt, deren Hände sahen aus wie die von 40-jährigen Bauarbeitern. Kaputt, also so, weil die härteste körperliche Arbeit hatten. Ja, auch in sowas kann es drinstecken. Und ich finde immer, ja, wir als Konsumenten haben eine Verantwortung, das stimmt. Und zu gucken, hey, kaufe ich fair ein und so weiter. Aber das, was ihr vorhin auch gesagt habt beim Thema, bei wem bleibe ich stehen, wo helfe ich und wo nicht, ich finde es auch eine Überforderung für uns Konsumenten, wenn ich mir bei jedem Stück Schokolade überlegen muss, oh, darf ich das jetzt essen oder darf ich das nicht? Oder ist die Rose jetzt, und ganz genau kann ich es nicht immer zurückverfolgen. Deswegen denke ich auch da, ja, wir als Konsumenten haben schon eine Macht und man sieht sozusagen, wie viel faire Produkte jetzt auch in den großen Supermärkten sind. Ja, aber selbst da haben wir vor der Sendung auch schon drüber gesprochen, selbst die kann ich manchmal nicht richtig beurteilen, weil es dann auch wieder Geld kostet, so ein Siegel und ja, genau. Toll. Und deswegen glaube ich sozusagen, das sind alles gute Initiativen, die eigentlich insgesamt einen Druck aufbauen, so, aber dann muss sozusagen auch Regierung kommen und sagen, so, in unser Land wird nichts mehr eingeführt. Wo nicht ein sauberer Nachweis ist, dass die Lieferkette sauber ist. Unternehmen vor Ort müssen sagen, hey, bei uns wird in XY nichts mehr produziert, wo die Zulieferwege nicht klar sind. Weil sonst ist es eine Überforderung für uns, bei jedem Ding, was wir machen, zu überlegen, dann kannst du irgendwann auch nicht mehr einfach auch mal Leben genießen. Weil es geht ja nicht immer nur um, wir retten ja nicht immer nur den ganzen Tag die Welt. Manchmal willst du auch einfach nur Schokolade essen oder so. Genau, richtig. Aber eben, und das, wenn ich euch drei jetzt mal so anschaue, Obdachlosen hilfst du, Menschen in Syrien, dein Thema ist Sklaverei, ich als Durchschnittsmensch denke dann. Durchschnittsmensch. Wow, cool, dass ihr das alles so macht. Ich fühle mich überfordert. Du gibst uns eine Plattform, darüber zu reden. Ja. Du verbindest uns auch. Und der Mensch vor dem Fernseher oder, ja, als normale Mutter, also ist ganz schön schwierig, es kann auch erschlagen. So. Total. Aber das weißt du, ja. Oh, sorry, wenn ich da... Sag du mal. Als Susila, als wir bei ihr saßen, haben wir ihre Story aufgenommen, gefilmt. Mhm. Und sie hat die in die Kamera erzählt. Und eben am Ende haben wir festgestellt, und sie ist als, quasi in dieser Stelle, wo ihr Kind stirbt, quasi in der Geschichte, ist sie in Tränen ausgebrochen und wir mit ihr. Und am Ende stellt sie fest, oder stellt unsere Filmerin fest, technischer Defekt, es hat kein Ton aufgezeichnet. Und sie sagt, Susila, würdest du die Geschichte nochmal erzählen? Und dann hat Susila gesagt, es tut jedes Mal echt verdammt weh, durch diesen Schmerz durchzugehen. Und dann hat die Filmerin gesagt, gar kein Problem, du musst das nicht nochmal machen. Und dann sagt sie, Moment, lass mich unterbrochen. Ja, das tut weh, durch den Schmerz durchzugehen. Aber wenn ihr euch, also nein, wenn mein Schmerz bedeutet, dass meine Geschichte am anderen Ende der Welt gehört wird, dass ihr euch die anhört und ihr dann dafür sorgt, ein bisschen mithilft, dass sowas hier nicht mehr passiert, dann bin ich bereit, meine Geschichte noch 10.000 Mal zu erzählen. Ja. So, und ich glaube, das ist das, wo wir oft denken, das macht keinen Unterschied. Wir hören uns ihre Geschichten an. Wir schenken Zeit. Und das ist das, wo die Leute, wir erleben das immer wieder, die sagen uns immer, wenn die aus Sklaverei befreit werden. Uns wurde eingetrichtert, jeden Tag, das ist das, was du vorhin auch gesagt hast. Du bist nichts wert und kein Schwein interessiert sich für dich. Und indem wir uns ihre Geschichten anhören, indem wir sie angucken, fragen, wie sie heißen, sagen wir, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Du bist was wert, wir interessieren uns für dich. Ich glaube, das ist so viel wert. Darf man nicht unterschätzen. Ja, ich glaube, wir haben alle Nachbarn. Wir haben alle Menschen um uns herum, denen wir so begegnen können. Ich meine, ich habe gestern
Hier ist ja auch aufgrund von IJM ein Hashtag, bis alle frei sind. Und mir hat gestern eine junge Mutter gesagt, wie kannst du dir so ein grausames Motiv auf den Körper tätowieren lassen? Dann habe ich gesagt, weil diese Grausamkeiten real sind. Und wir haben ein Gespräch gehabt. Also ich glaube, wir können einfach offene Augen haben. Ich habe vorhin gesagt, man könnte immer aus dem Fenster springen, wenn man dran denkt, was man so alles im Alltag tut, was nicht gut ist oder was anderen Menschen schadet. Aber ich glaube, das Rausspringen hilft nicht. Das verändert nichts. Und das Verzweifeln auch nicht. Aber sich bewusst zu machen, dass wir alle die gleichen Grundbedürfnisse haben auf dieser Welt und dass wir alle eigentlich den gleichen Ursprung haben. Also wir kommen alle aus dem Gleichen, wir haben die gleichen Bedürfnisse. Und in diesem Bewusstsein zu leben und den Menschen neben mir wahrzunehmen und wahrzunehmen, dass es meinem Nachbarn, dass es meiner Mutter, dass es dem Menschen auf der Parkbank gerade nicht gut geht, ist ja egal wer, aber wahrzunehmen, dass da jemand ist, der etwas braucht und mir dann die Zeit zu nehmen, diesen Menschen den Raum zu geben, er zu sein. Ich glaube, das ist was wir alle können und dazu braucht es keine Begabung. Also. Sebastian, vorhin, als wir beim Essen waren, hast du doch diese Geschichte von dem griechischen Jungen erzählt, dem ihr Lego in seine Schultüte getan habt. Das hat mich sehr berührt, weil das so ganz praktisch ist. Das könnte jeder Mensch hier in Deutschland auch machen. Nee, genau, Was habt ihr gemacht? Fand ich irgendwie cool, also als praktisches Beispiel. Also das ist kein griechischer Junge, aber er war in Griechenland in einem Flüchtlingslager. Genau. Und der Vater hat die Mutter missbraucht und geschlagen. Und die Mutter hat den Sohn damals als Säugling über Nacht in einer Nacht- und Nebelaktion nach Deutschland geschickt. Das ist heute unser Nachbar, der wohnt bei seiner Großmutter, die kein Deutsch spricht. Und er ist jetzt eingeschult worden zusammen mit meinem Sohn. Und bei der Einschulung haben wir gesehen, die Familie, die vor Ort ist, die ist nicht mit zur Einschulung gekommen, weil sie das mit dem Testen und all dem nicht gerafft haben in Corona-Zeiten. Mhm. Und dann hat er als einziges Kind keine Schultüte. Und meine Frau ist viel sensibler als ich. Also ich würde sagen, wenn wir von gut und schlecht sprechen, meine Frau ist der bessere von uns beiden. Aber ich hoffe, sie hört es. Es ist so, sie hat dann gesagt, hey, wir müssen dem eine Schultüte besorgen. Und dann sind wir losgezogen, haben eine Schultüte gekauft, haben die gefüllt mit allerlei Sachen. Der hat gestrahlt, der hat sich einfach nur gefreut. Und jetzt ging es weiter, dadurch, dass er schlecht Deutsch spricht, weil zu Hause nicht gesprochen wird, ist er in der Schule und stört oft und macht seine Hausaufgaben nicht und sonst was. Und dann haben wir uns mit einer anderen Nachbarin zusammengetan und wechseln uns ab, dass er mittags zum Hausaufgaben machen kommen kann. Dass die Hausaufgaben gemeinsam gemacht werden von unseren Kindern. Das sind Kleinigkeiten, aber für dieses Kind kann das unheimlich viel verändern in der Zukunft. Und für uns ist es wahrlich kein Aufwand. Also das sind also 5 Minuten, was die Hausaufgaben meistens haben jetzt in der ersten Klasse. Aber es ist eine Wertigkeit. Ja. Ihr von IJM bereitet auch gerade eine Petition vor. Sowas ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Um was geht's da? Da geht es darum, dass wir von der nächsten Bundesregierung, die sich jetzt hoffentlich bald mal findet, uns wünschen und fordern, dass sie Kinder im Online-Bereich besser schützt. Weil wir sehen, durch die Pandemiezeit hindurch gab es eine massive Zunahme an Kindern, die sexuell ausgebeutet wurden über Livestreams. Ich will da jetzt nicht in zu viel Details gehen, weil das echt furchtbare Geschichten sind. Aber das bedeutet auch, und da kommt das Thema näher, das sind auch deutsche Täter, und die über Livestreams Kinder auf den Philippinen und so weiter missbrauchen oder Missbrauchssituationen anweisen. Und deutsche Täter werden da oft sehr, sehr lax bestraft, wenn überhaupt. Und da fordern wir sozusagen eine Anpassung des Rechts, damit das nicht einfach so eine Grauzone bleibt, die man halt einfach machen kann. Weil wir immer erleben, egal wo wir sind, das ist was Universales, wenn Recht nicht durchgesetzt wird, wenn Unrecht nicht als Unrecht benannt wird und es dann auch Konsequenzen hat, dann breitet sich das einfach so aus und es wird normaler und es nimmt zu. Und deswegen ist das eine Petition, kann man auf unserer Homepage digital unterschreiben. Genau. Gerechtigkeit hast du gerade angesprochen, ist ja auch eigentlich ein Riesenthema. Aber was würdest du denn unter Gerechtigkeit verstehen? Oh ja, jetzt, wie viel Zeit haben wir noch? So viel. Gerechtigkeit würde ich sagen, also ich bin ja auch Theologe. So, und Gerechtigkeit ist eigentlich dieser Zustand, wo ich in guten Beziehungen bin. Und zwar rundum. Gute Beziehung zu meinem Nächsten, gute Beziehung zu Gott, gute Beziehung zu mir. Ein Zustand, wo ich das Potenzial, was Gott in mich reingelegt hat, wo das zur Entfaltung kommen kann. Und wenn wir in einer gerechten Gesellschaft wären, hätten nicht unbedingt alle exakt das Gleiche, aber jeder hätte diesen Raum, wo sein Potenzial zur Entfaltung kommen kann.